Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu einem neuen Tag hier in Cozy Groove. Am Tag 6. Und ich glaube, der möchte Bohnen haben. Der Rabe. Nun gut, was hat denn Charlotte uns zu sagen? Wusstest du, dass man mit der richtigen Geisterfinder-Ausbildung die Gedanken eines Geistes lesen kann? Ich zeig's dir mal. Ich denke an etwas, das wächst. Kannst du mir das bringen, was ich mir gerade vorstelle? Beeindruckend, genau daran habe ich gedacht. Mal sehen, ob ich meine Geisteskräfte nutzen kann, um zu sehen, was deine Zukunft dir bringen wird. Tada, das ist es, richtig. Hä? What? Nicht mehr? Oh Mann! Nee, jetzt ernsthaft, ist das Inventar schon wieder voll? Ja, streicheln, aber eigentlich wollte ich gar nicht zu dem Vogel. Ich möchte Sachen in meinem Lager legen. Das lege ich in mein Lager und das. Einlagern. Das kann ich auch schon mal einlagern. Mit dem Vogelhaus weiß ich immer noch nicht, wohin damit. Achso. Okay. Gut, dann habe ich das schon mal geklärt. So. Dann die nächste Aufgabe. So. Hey, ich grüble seit langem darüber nach, was ich in meinem Leben wohl getan habe, um als Geist zu enden. Aber ich kann mich nicht an nichts erinnern, was dazu geführt haben könnte. Und vielleicht ist es genau das Teil des Problems. Sag, hast du schon mal eine Wünschelrute benutzt? Mit dem man Wasser finden kann? Ja, Wasser? Ach, herrje, nicht doch, Bastlerkumpelchen. Du kannst mit einer Wünschelrute doch kein Wasser finden. Das ist reiner Aberglaube. Mit einer Wünschelrute kann man verlorene Erinnerungen finden. Die Route zieht sie direkt aus dem Erdboden. Ich kann eine für dich bauen. Ich denke, sie würde eine große Hilfe sein. Hier ist eine Liste der benötigten Materialien. Ich würde sie selbst beschaffen, aber nun ja, Geisterhände. Ihr seht, die Wünschelrute ist komplett aus Holz, ne? Okay. Haben wir das schon mal geklärt, ne? Aber gut, wir stellen eine Wünschelrute her. Ich möchte der Sammlung was spenden. Das ist 750 alte Münzen. Naja, jedenfalls etwas. Tjo, da muss ich jetzt hier erstmal rumsuchen, was ich so alles für Aufgaben habe. Nee. So, könntest du mir bei etwas helfen? Diese Wichte haben schon wieder im Unterholz herumgestöbert. Wo kommen sie her? Was wollen sie? Ich kann oft Kenntnisse aus den Blättern meiner Freunde gewinnen, aber über die Wichte habe ich nichts erfahren. Nun, diese Wichte haben wieder ein paar Äste von mir gestohlen. Kannst du sie mir zurückbringen? Warum immer Äste? Und wie ich sehe, hat der Postbote nichts an Aufgaben. Außer vielleicht den Brief für mich. Oh. Ich wache mitten in der Nacht auf, mit diesem Fußball auf meiner Brust. Er war so schwer. Das hat wirklich wehgetan. Aber wenn ich ihn hinuntergerollt hätte, wäre er zu Boden gekracht. Das hätte meine Frau aufgeweckt. Also ließ ich ihn einfach auf meiner Brust. Ja, das wird wieder einer dieser Tage. Aber ich darf mich nicht beschweren. Schließlich verdiene ich alles, was ich gerade durchmache. Oh, es sind ein paar unzustellbare Pakete reingekommen. Normalerweise sortiere ich sie einfach und finde dann raus, wohin sie gehören. Aber nicht heute. Heute werde ich sie einfach dir geben. Ah. Okay. Ah, Blumentopf, ja, komm. Gut, dann kriegen wir den Krug einfach mal so. Einfach mal per Post. Kann man ja auch machen, ne? Warum nicht? Ja.
Wo bist du denn? Da. Ah, meine Geduld wird belohnt. Mit flüssiger Geduld. Du bist ein guter Kumpel. Hilfst mir, meine Sorgen wegzutrinken. Obwohl meiner Erfahrung nach Sorgen selten lange unter Wasser bleiben. Egal. Wir haben den Krug gefunden. Und bekommen dafür ein Geisterholz. Hat jetzt zwar ein, zwei Folgen gedauert, aber gut, wenn man da halt auf Post warten muss, dann muss man halt auf Post warten, ne? Da kann ich durch die Gegend rennen, so viel ich will. Aber wenn der Postbote nicht schnell genug ist, dann habe ich halt die Popo-Karte. So. 3 Stück muss ich finden. Vielleicht habe ich es bei einem alten, schmuddeligen Fass verloren. Ein Wicht hatte diesen Gegenstand. Nimm die Verfolgung auf. Beim alten, schmuddeligen Fass. Okay. Der wahrscheinlich dann auch. Los, spring. Jemand hat gesagt, dass es in der Nähe von leckeren Nachspeisen ist. Ein Wicht hat diesen Gegenstand. Nimm Verfolgung auf. Gut, das kann ja eigentlich nur bei der lieben Kollegin da oben rechts sein. Nein. Moment, ist mein Inventar schon wieder... Mein Inventar ist schon wieder voll. Lass ich doch zum Mäusemelken. Hier platzieren. Danke. Ah, schön. Da ist er. Da ist der Wicht. Komm her. Und... Tschüss. Und danke für den fürs Stückchen. So, dann haben wir das auch erledigt. Das war ja dann relativ simpel. Wenn es diesmal nur die Wichtel hatten, geben wir das ganz kurz, dann wird es hier wieder ein bisschen bunter. Warum haben uns diese Wichte unsere Äste genommen? Ich sah in den Staub gekratzte Zeichen, Spiralen, Augen, aufgerissene Münder. Ich frage mich, ob die Wichte Kunst erschaffen können. Aber eigentlich ist das egal. Selbstausdruck ist keine Entschuldigung dafür, vor meinem Baum zu stehen. Waren die Äste nicht abgefallen? Wenn du einen Arm verlierst, möchtest du dann, dass jemand ihn an sich nimmt und damit Bilder in den Sand malt? Hättest du ihn nicht lieber neben dir liegen? Diese Armanalogie spricht nicht gerade für mich, nicht wahr? Nun, wie dem auch sei. Alles, was jetzt zählt, ist, dass die Äste wieder zurückgegeben werden. Puh, das letzte Mal habe ich diese Armanalogie gehört, als ich noch ein Kind war. Weil ich mal einen Ast abgebrochen hatte von einem Baum. Und ich dafür, ja, im Kindergarten bestraft wurde. So. Das heißt schlussendlich... Erstmal verkaufen. Ich möchte etwas verkaufen. Eigentlich schwachsinnig, dass ich was verkaufe, aber okay. Ah, die Früchte kann ich verkaufen jetzt erstmal. Die Muschel auch. Den Fisch will ich behalten. Die Pilze muss ich behalten. Und die Rüben auch. Aber ich brauche halt noch mehr Platz. So, und Francesca kann mir dann das entsprechende Essen machen, habe ich jetzt verstanden, ne? Nein, X. Geröstetes Wurzelgemüse. Das kannst du herstellen, indem du eine Wurzel bei Francesca von Taz recycelst. Okay. Könntest du mir bei etwas helfen? Hallöchen, Augenstern. Heute ist mein Tag der Testküche. Das bedeutet, dass ich den neuesten Trend der Backbranche im Geheimen erprobe, bevor ich ihn auf meine nichtsahnenden Kunden loslasse. Ich habe alles, was ich brauche.
Mit einer Ausnahme, eine wichtige Zutat. Ich brauche noch einen seltenen Fisch. Woher bekomme ich den wohl, hm? Okay, einen seltenen Fisch. So. Ich frage mich, was die haben, wenn die traurig sind. Das hier ist Flammy. Hm. Hier noch ein Holz für dich. Ja, nur noch ein Stück, damit ich voll spüre, dass jemand ein Geisterholz hat, das ich dir gerne geben würde. Was passiert denn jetzt, wenn ich hier eine Rübe verbrenne? Da. Ich glaube, ich hatte es jetzt gerade gesehen. Geröstetes Wurzelgemüse. Geröstetes Wurzelgemüse. Für 9 Stück. Okay. 9 Stück brauche ich auch, von dem her, her damit. So, dann brauche ich jetzt noch ein geröstetes Wurzelgemüse und dann noch die Fische. Ein so ein Ding gibt mir 9. Ah, super. Ich kann doch nicht jetzt so viel geröstetes Wurzelgemüse herstellen. Könnte wohl knicken. Ich glaube, dann angle ich erstmal den Fisch. Oder würdet ihr jetzt 9 geröstete Wurzelgemüse herstellen? Klar, irgendwann kann man es mal wieder gebrauchen. Kein Ding. Und das ist übrigens nicht Francesca, das ist Flammy, aber ist in Ordnung. Verzeihen wir es dem Spiel mal. Das ist vielleicht irgendwer vielleicht gegebenenfalls falsch übersetzt hat. Oh, eine Anleitung. Aber hier hatte ich doch Fische gesehen, ne? Das sind aber keine großen. Das sind mittelgroße, ne? Könnte eigentlich sein, dass das die richtigen Fische sind. Könnte. Ja, Schmerlen. Schmerlen sind jetzt nicht gerade so das, was ich gesucht habe, aber egal. Damit kann ich jedenfalls meine Fischgräten herstellen. Oh, einen haben wir schon mal. Nein, Stachelmakrele zählt nicht dazu. Das macht das Ganze jetzt natürlich ein bisschen komplexer. Ich brauche wirklich eine blaue Variante. Ein Schattenmaul. Zählt auch nicht dazu, obwohl ich noch, glaube ich, gar kein Schattenmaul hatte. Glaube ich, weiß ich noch nicht. Wieder eine Schmerle und ja, das Rezept lerne ich natürlich. Da kann ich jetzt auch den Fisch einsammeln. Und hatte ich die jetzt schon mal oder noch nicht? Hatte ich schon mal, okay. Boah. Hier platzieren, komm. Platz. Ich muss 3 von den Fischen fangen. 3. Ich habe nur nicht einen. Oh, jetzt habe ich einen. Ein Drückerfisch ist das. Okay. Ein Drückerfisch, der drückt sich anscheinend.
Wenn da jetzt eine Rübe drin ist, dann... Na, eine Kartoffel, okay. Oh, ich habe keinen Platz. Mann. Ablegen. Nehme ich doch lieber die Kartoffel, womit ich mir was Leckeres zaubern kann, als das andere, ne? So, dann gehen wir mal zum Lager. Und zu Flammi. So. Ich möchte etwas verbrennen. Ich hätte einmal im Angebot 2 und das sind 4. Dann sind wir bei... ich muss jetzt mal gucken, ey. Ernsthaft, dafür kriege ich nur 1? Genau, dafür kriege ich 3. Mhm. Egal. 7 Stück, dann habe ich 8 Stück. Und dann wollte ich noch... die Kartoffel da. Da bekomme ich 7 Stück. Achso. Ah, es wird mir nicht richtig angezeigt. Okay. Ja. Ich gucke gleich einzeln. Die Anzahl stimmt da gerade nicht. Wenn man versucht, mehrere Sachen gleichzeitig zu verbrennen, glaube ich, geht das nicht so, wie man sich das gerne vorstellen möchte. Ich möchte etwas verbrennen. So, was bringt mir jetzt die Kartoffel? 3. 9. 6. Ja, macht es da am meisten Sinn, ne? Dann macht das am meisten Sinn, ja. Gut, das heißt, jetzt fehlen mir noch 2 Fische. Ich glaube, da werde ich keine Fische mehr finden, weil die Insel als nächstes erscheint. Habe ich irgendwie ganz komischerweise so ein kleines Bauchgefühl, das dann sagt, nee, das wird nix. Also. Der Fisch ist mutig. Er ist richtig mutig. Aber sowas von mutig. Eine Schmerle. Gut, das gibt mir jetzt leider nicht so viel Fisch heraus, aber ist in Ordnung. Moment, das sind andere Fische. Was ist das für ein Fisch? Hallo? Fischi, Fischi, Fischi? Ignoriert er das komplett? Ah. Das ist eine ganz andere Fischsorte. Guckt euch das mal an, wie der... Was ist das? Ein Saugkarpfen. Dann saug mal, du Karpfen. Was habe ich denn jetzt hier für Fische? Also... du hättest reden sollen, Fisch. Okay. Na klar. Wer kennt ihn nicht? Du hättest reden sollen, Fisch. Jeden Freitag bei uns auf dem Tisch. Immer wieder. Und dann sage ich, du hättest reden sollen. Na komm, den großen holen wir uns jetzt auch noch. Na komm, du willst doch. Das ging schnell. So. Dann mal wieder zurück zum Lager. Und ein bisschen Fisch verbrennen.
Was soll ich als nächstes tun? Ich möchte Fisch verbrennen. Ich brauche 2 Stück. Gibst du mir 2? Nein. Gibst du mir 2? Du gibst mir 2. So. Danke. So, dann muss ich Sachen aus meinem Lager holen. Jetzt habe ich schon 2 davon? Mann. Was will ich denn damit? Keine Ahnung. Das kann rüber, das kommt zu mir. Hatte ich jetzt das Eisen? Habe ich noch drin? Okay. Ich möchte etwas verbrennen. Verbrennen. Bekomme ich einen Eisenbarren? So, und damit habe ich dann die Wünschelrute fertig. Als neuestes Objekt dann in unserer Sammlung. Und fertig, eine Wünschelrute. Du musst dir ausrüsten und deiner Intuition folgen. Wenn es sich richtig anfühlt, kannst du den Ort markieren und mit dem Graben beginnen. Und vielleicht kann ich sie mir leihen, wenn du gerade eine Pause machst und ein paar meiner eigenen Erinnerungen ausgraben. Ja, ja, kein Ding. Ich werde ganz besonders vorsichtig damit umgehen. So, damit haben wir die Wünschelrute. Juhu! Hat mir da jetzt auch Geistholz bekommen? Ich glaube nicht, ne? Weil die Wünschelrute war ja jetzt das Besondere. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir jetzt Geistholz bekommen oder nicht? Ich werde es jetzt gleich sehen, sagen wir es mal so, aber... Nö, aber nicht. Aber okay, ist egal. So, stellen wir jetzt hier... Ach ne. Eine gewöhnliche Blockhütte. Eine gewöhnliche... Ach so, Kostbarkeit... Ah. Okay, hier platzieren. Und, hier platzieren. Ja gut, ist jetzt nichts Besonderes, ne? Verschwindet auch hinter Baum. Ist also kein Ding. Wenn ich die jetzt also ausrüste, dann vibriert es in der Hand. Okay. Dann würde ich sagen, das Vibrieren erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.